life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. Ich bin im Moment in London. Als ich das letzte Mal hier in der Stadt war, da war ich unglaublich geflasht von der tollen Atmosphäre hier in den Pubs und auf den Straßen. Das ist einfach was, was ich in Deutschland so ganz selten erlebt habe. Und das hat mich kreativ total angesprochen. Ich hatte richtig Bock zu schreiben, aber kam beim letzten Mal nicht so richtig rein. Kam nicht dazu. Und darum habe ich mir damals vorgenommen, wieder nach London zurückzukommen, um hier produktiv zu sein und das zu meiner Hauptaufgabe hier zu machen. Ein Kreativitätsexperiment mit mir selber. Und ich will euch natürlich dabei mitnehmen und wir schauen mal, was hier in London entsteht. Let's go! Okay, was macht denn die Atmosphäre in London für mich so besonders? Ich finde es unglaublich cool, hier in einem Pub zu sitzen. Die haben so lustige, so fein gestaltete und dekorierte Pubs hier in London. Es gibt einfach so eine coole Atmosphäre darin. Die Leute sind laut, die reden miteinander. Man hat pure Emotionen. Allein, dass der Straßenverkehr hier auf der anderen Seite ist, das ist irgendwie, das bewegt mich zum Umdenken. Das gibt einfach eine ganz andere Atmosphäre auch. Aber ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle nochmal, ich habe hier keinen größeren Plan, ich arbeite nicht an irgendwas. Manchmal habe ich Bock, irgendwas Schönes zu samplen, manchmal baue ich einen Beat, manchmal schreibe ich einen Songtext, manchmal schreibe ich auch an eine Geschichte. Also einfach das, worauf ich gerade Bock habe, was der Bauch sagt, die Intuition. Das ist ein ganz spielerischer Prozess. Mal schauen, wo es mich jetzt hinführt. Oh, ich bin hier gerade in einem wunderschönen Garten hinter einem Haus gelandet und der Ort ist total idyllisch. Ich habe mir eine Gitarre gefunden und habe jetzt unbedingt Bock, hier was zu schreiben. Es ist wirklich so, ich komme hier zur Ruhe, bekomme den Kopf mal ein bisschen leer. Es ist nicht so laut wie überall in der Stadt und ich habe gerade richtig Bock, was Schönes zu schreiben. Ich habe hier in diesem wunderschönen Garten eine kleine Hook geschrieben. Das ist Auftakt für einen Song. Mal schauen, was daraus wird. Aber einfach erstmal nur diese Hook geschrieben, weil es das ist, was ich gerade jetzt fühle und was ich gern festhalten will. Ich folg meiner Nase, in dem Herz, dem Bauch. Nur noch jetzt, nicht morgen. Streich die Pläne, schalt alles aus. Endlich Gedanken verloren. Ich folg meiner Nase, dem Herz, dem Bauch. Nur noch jetzt, nicht morgen. Streich die Pläne und schalt alles auf. Endlich Gedanken verloren. Die Zeit in London war für mich super spannend und eine richtig bereichernde Erfahrung, weil ich einfach mal ohne Plan auf die Intuition gehört habe und geschaut habe, was kommt denn hier an schönen Ideen und wohin kann es denn vielleicht noch gehen innerhalb der nächsten Monate oder Jahre? Was sind denn vielleicht noch Genres oder vielleicht weitergefasst sogar Medien, mit denen ich mich gerne auseinandersetzen möchte und auf die ich irgendwie Bock habe, was zu produzieren? Und ich habe hier in der Zeit in London super viel darüber gelernt, wie man Geschichten erzählt und wie man Geschichten schreibt. Habe mich also viel damit beschäftigt, verschiedene Bücher gelesen, selbst viel ausprobiert und ganz viele, ja, Geschichten verfasst.
Die London-Reise neigt sich dem Ende zu und 2 Stunden geht mein Flieger zurück nach Leipzig. Was habe ich geschafft hier in der Zeit? Ich habe 3 Beats gebaut in London, habe an 3 Songtexten geschrieben, neue Ideen gefunden dafür. Ich habe viele verschiedene Samples aufgenommen in der Stadt. Ich glaube, das dürften so um die 50 sein. Davon hört ihr aber noch andermal hier auf dem Kanal. Ja, und ich habe mich ganz aktiv mit Geschichtenschreiben beschäftigt. Habe also tatsächlich verschiedene kleine Kurzgeschichten angefangen, weil mir einfach gerade danach war. Ich hatte mal Bock, ein bisschen in die Geschichtenwelt einzutauchen. Und ob daraus irgendwann mal was wird, das weiß ich noch nicht. Mal schauen, vielleicht bin ich mal wieder in London und schreibe weiter daran. Und ihr werdet davon hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.